Yeah. The world doesn't push you into the depths of darkness. You do. And it drives me nuts because the week before WrestleMania, there's a big article in USA Today talking about Dale Wilkes, the Patriot. Raven was in there. Someone else was in there talking about Louis Spicoli and all the pills. Ravens, you know, 200 pills a day habit. And you know, 200 pills a day. I had neck surgery. All right. I'm laying in the hospital the day after. And I'm taking no more than 4 pain pills a day. 200 pills a day? No, it's a little extreme, okay? And they blame it on the industry? No, it's your choice, all right? I've been doing this 18 years. I do it now. I do it every week. You know, I think I got a pretty good grasp, and I think I'm not an outsider looking in. So that's all BS, complete BS. It's your choice. It's your decision. And that, you know, the media love to take something like that and run with it. And it's not the world of wrestling drove them to alcohol, or the world of wrestling drove them to drugs. No, you do that to yourself, all right? And anyone that says, you know, please come and debate me. Let's debate it right now. Go fact for fact. You know, beyond anything that I've ever experienced. And I could see, like, you know, I had thoughts of being down in the dungeon, training with Stu, my first match in Calgary, going over to Japan, going over, like, my whole career flashed before me. Somewhat of an invert, so I'm not very outgoing. It's like, but I am me. I am who I am. I'm not going to change for, you know. Yeah, that's like initially when it was brought up in that, I thought, well, you know, if it happens, it's cool. If it don't, it's cool, because I'm doing what I love to do. This is my passion. I consider myself an artist, like a sculptor, a painter, a rock and roll singer. What I do is art, and it's my passion. And it's like, no matter where I am, I'm going to be happy because I'm doing what I love to do. This is a great honor. I'll stand up and take my shirt off and say, look, it can be done, you know, believe in yourself, because that's what it's about. And it's like, I there's a lot of champions that I never got that from, you know, throughout my years. And I looked at it and I thought, no, that's not right. That's not what being a champion's about. And, you know, that evening, I cried. I called home and cried. And said, I don't know if I'll ever be able to wrestle again. Watching the show, I can tell by watching how they perform, how they wrestle out there, who's out there because they're passionate about it, and who is out there for the stardom, for the, you know, for the accolades. It's like there's a huge difference. Like I said, I'm an artist, and what I do, I'm passionate about. There's some guys that come in, like the, you know, Lex Lugers and guys like that, that it was about the money, it was about the fame. Whereas other guys that come in, you know, the Bret Harts, you know, I mean, myself, it's about the passion. I've had Vince McMahon pull me aside after matches and compliment me in ways that were, you know, more rewarding than getting a big check, or more rewarding than attaining a belt. That made me champion within myself. From some of the matches, I'd say the Owen Hart tribute match with Bret at Kemp Arena. You know, the response that I got from the fans, the respect. The Royal Rumble of last year with Kurt Angle, when he made me tap out in the middle of the ring, and
and I got a standing ovation after. I mean, that, you know, that just, to me, that's a sign of respect and appreciation for what I've done and what I'm doing. And, you know, all that combined with winning the belt at WrestleMania 20 in that fashion, making Triple H tap out, who has never tapped out to anyone, mid-ring, no interference, that means a lot to me. I believe once I can't do what I love to do, once I can't go in there and give the rolling suplexes, once I can't do the headbutt, once I feel that I'm embarrassing myself, I hear you, I'm out. Some shocking news tonight involving a hometown hero is for Edmonton wrestling fans. Former pro wrestling champ Chris Benoit and his family have been reportedly found dead in their Atlanta home. Our Des Malenka is following the story and joins us live in the studio with more on this tonight. Aaron, just a short time ago, the news came across the World Wrestling Entertainment website. Details surrounding their deaths have not been released. We have talked with his mother, Margaret, here in the Edmonton area. Benoit, his wife, and little boy had all been found dead. We caught up with the Edmonton wrestler when he came home for a sold-out televised event in 2002 called Monday Night Raw. However, he wasn't able to compete because of an injury. 2 years later, Benoit was back home for a special event. It was April 15, 2004, when the city declared it Chris Benoit Day. A few days later, he wrestled at Rexall Place. News of the wrestler's death has been a shock and surprise to many faithful fans. Definitely a sad day for wrestling and for Edmonton, too, a local guy. He's been one of my favorites, actually, for a long time with the local connection, but I like what he does in the ring, too. Born in Montreal, Benoit grew up in the Edmonton area and graduated from Archbishop O'Leary in 1985. He was supposed to take part in a pay-per-view event last night, but didn't compete because of personal reasons. Dan, there's been a lot of speculation surrounding his death. And if this was any other walk of life, some people might not be questioning whether these reports are true or not. Exactly. News of the death did come at a time in the WWE where there's a storyline of a person being killed. It appears, though, when we talked to Benoit's mother on the phone, it appeared obvious that this was not a hoax. Chris Benoit was 40 years old. Thank you, Des. Thank you. In the darkness, I will not fear the cold, violence, and silence. Cause her warm song lives on. The ever-changing winds must free and clear. If a song has proven too long, when the days have found their way past the place I'd like to stay, mind continues to fail. With
words I'd like to say. If only time relieves, I'd tell you my painful story of those days of color where I felt your silence glory. Now dreams of black and white fade but still fight, they fade. Moontalk Nummer 120, natürlich zu dem Thema, das im Moment die Wrestling-Welt beherrscht. Wir behandeln natürlich in dieser Ausgabe den Tod von Chris Benoit, seiner Frau Nancy und deren Sohn Daniel. Ja, und das mache ich nicht alleine. An meiner Seite ist natürlich The Bonds. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite aus zur 120. Ausgabe, zu einer sehr, sehr traurigen Ausgabe, wahrscheinlich die traurigste Ausgabe in meiner bisher aktiven Zeit bei Moontalk. Ja, Julian, was ist vorgefallen? Kannst du uns vielleicht Näheres nochmal erklären? Ich denke, viele Fans haben es bereits gelesen, aber vielleicht ist es nochmal ganz sinnvoll, wenn wir nochmal die einzelnen Ereignisse nochmal durchgehen, nochmal besprechen. Ja. Ja, das sollten wir auf jeden Fall machen, dass wir da irgendwie eine Struktur oder sowas da wenigstens reinbekommen. Gestern Nacht, also nach unserer Zeit, ja, einige Stunden vor Raw kam die Meldung raus. Ich habe es auf dem Cyborg erfahren, genauer gesagt auf dem Newsboard. Ich wollte eigentlich das 3-Stunden-Raw, was ja ohnehin angekündigt war, im Cyborg verfolgen, im Live-Ticker, und hatte mich eigentlich schon gefreut. Das dürfte relativ trashige Unterhaltung werden, dachte ich, wegen dieser doch etwas sehr merkwürdigen Storyline, die ursprünglich angedacht war. Ja, aber dazu kam es nicht. Nein. Da war ich erstmal geschockt, muss ich sagen. Ich wurde auch informiert, dank Nordic God. Ich habe bereits geschlafen und ging kurz vor 1 Uhr, habe ich dann eine SMS gekriegt, in der drin stand, Chris Benoit, seine Frau und sein Sohn sind gestorben. Und ich muss sagen, ich war wirklich sehr, sehr schockiert. Und ich war auf einmal hellwach, obwohl ich todmüde war und wenig geschlafen hatte. Aber in dem Moment konnte ich wirklich im ersten Moment keinen klaren Gedanken fassen. Ich konnte auch gar nicht glauben, dass es wirklich passiert ist. Ich dachte, vielleicht will er mich irgendwie verarschen oder so, aber 1. April ist halt schon gewesen und habe ich mir natürlich auch in Cyborg begeben und habe die ersten Details lesen können. Ja. Ja, und man hat sich ja anfangs noch sehr bedeckt gehalten. Das hat man auch bei Raw gemerkt, als dann plötzlich Vince McMahon in einer leeren Halle stand im Ring und die Zuschauer nochmal informiert hat über den eigentlichen Vorfall und ja, hat damit auch seine eigene Storyline offiziell abgebrochen, zerstört. Das weiß man natürlich, wie gesagt, nicht wirklich. Also rein theoretisch müsste die Storyline, eigentlich will ich gar nicht über die Storyline so viel reden, aber nein, aber weiß man, also eigentlich muss man zwangsläufig, weil es ja auch chronologisch leider. Richtig, gelaufen. Also gut, die WWE scheint derzeit wohl auch diese ganze Show von gestern Abend tot zu schweigen, aber warum das so ist, kommen wir vielleicht noch dazu. Vince McMahon hat sie erzählt, dass sein Charakter, glaube ich, in den Shows gestorben ist, aber er selber natürlich als Chef der WWE weiter im Leben ist. Ich glaube, in dem Zusammenhang wurde das auch irgendwie gesagt. Ja. Und es würde natürlich jetzt, ich weiß nicht, inwiefern die WWE-Fans differenzieren können zwischen einem Charakter Vince McMahon
und dem, ja, ursprünglichen Chef der Company. Also, das ist halt ein bisschen schwer, wenn halt jemand in den Storylines für tot erklärt wird, dort für den Mörder gesucht wird und an anderen Ecken und Enden taucht er halt noch auf. Ich meine... Ja, also ich denke, das war schon größer angelegt und man hätte das möglicherweise bis zum SummerSlam gezogen. Ja, ist jetzt die Frage, ob man einen Plan B hat für sowas. Wo, wenn man sich darauf stützt. Und es war ja auch so, dass diese 3-Stunden-Geschichte auf USA auch dazu dienen sollte, dass man alle nochmal zusammenholt, alle Wrestler und alle Leute, ähnlich wie auch beim Draft. Und das war jetzt eben nochmal geplant. Deshalb waren auch die 6 Kommentatoren anwesend. Das war natürlich gar nicht schlecht, denn die konnten dann auch gleich ihre Meinung sagen, live aus der Halle. Ja, und das war dann im Prinzip das gesamte Programm der 3 Stunden Raw-Show. Man hat einen Spieler gezeigt von ehemaligen Wrestling-Kollegen, die Statements abgegeben haben. Ja, und natürlich die Highlights aus Benoits Karriere. Tja, die Halle war komplett leer. Ja. Kein einziger Fan war dort anwesend. Das ist natürlich auch... Wurden nach Hause geschickt und sowas habe ich ganz persönlich auch noch nicht erlebt. Ja, das ist natürlich unangenehm. Wenn Frage du jetzt, sage ich mal, hunderte Meilen meinetwegen reist, ja, um dir das Spektakel anzutun, weil ja, wie gesagt, es war ja auch eine größere Sache geplant, ursprünglich. Glaubst du, dass es richtig war, dass man die Fans nach Hause geschickt hat? Weil ich meine, in der Vergangenheit, bei Todesfällen von Owen Hart zum Beispiel, der ist ebenfalls einen Tag vorher gestorben, durch ein tragisches Unglück. Oder auch bei Eddie Guerrero, da wurde einen Tag danach eine Tributsendung gemacht. Ja, so gesehen war es jetzt am gleichen Tag. Also scheinbar muss die WWE ja wirklich irgendwas gewusst haben, was zu dem Zeitpunkt noch nicht an die Öffentlichkeit gedrungen ist, sodass sie gesagt haben, okay, wir schicken die Fans nach Hause oder ähnliches. Weil sonst kann ich mir das eigentlich nicht erklären. Ja, möglicherweise wurden auch die Backstage-Leute, also die jetzt nicht unbedingt notwendig waren für die ganze Technik, möglicherweise wurden die auch nach Hause geschickt, damit da nicht irgendwie was durchsickert. Und einige Statements von den Wrestlern gab es dann natürlich schon. Edge zum Beispiel, der gesagt hat, dass er Chris Benoit als sehr glücklich angesehen hat und deshalb sowas in Anführungsstrichen nicht versteht. Da kann man sich ja auch seinen Teil zu denken. Richtig, und andere Leute wie William Regal haben eine sehr seltsame Promo, sag ich mal, gehalten. Also normalerweise ist man das ja gewohnt, dass jemand emotional berührt ist. Bei William Regal, die Promo habe ich gesehen, kam mir das nicht wirklich so vor. Und er scheint auch irgendwie, sag ich mal, was erzählen zu wollen, was er aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht erzählen konnte. Wie er es ja auch, glaube ich, auch so gesagt hat, er würde gerne mehr erzählen, aber er kann es nicht oder darf es nicht. Ja. Und ich denke mal, William Regal hat ja, denke ich mal, ein relativ gutes Verhältnis zu Chris Benoit. Von daher scheint er wohl zu dem Zeitpunkt schon was gewusst zu haben. Ich denke mal, noch mehr als zu Eddie. Und wie er damals bei Eddie zusammengebrochen ist bei seinem Statement, das hat ja auch Bände gesprochen. Richtig. Gut, man kriegt natürlich nicht immer ganz genau mit, wer aus dem Backstage sich wirklich versteht. Das weiß man natürlich nicht hundertprozentig. Und wie die jeweilige Person, sag ich mal, reagiert auf so einen Todesfall. Ich meine, andere Leute sind eher, können sich eher, wie soll ich sagen, die Fassung behalten. Und andere Leute drehen halt komplett durch und heulen. Und was ja auch vollkommen okay ist. Aber gut, du hast es angesprochen, bei Eddie Guerrero, da hat William Regal eher geheult. Oder wie war das? Ja, er hat eigentlich kaum was gesagt. Er ist wirklich zusammengebrochen und die Kamera hielt drauf. Und er saß da einfach nur völlig, völlig unglücklich und mit den Nerven am Ende. Also völlig zerstört eigentlich. Und es kam nichts dergleichen von ihm. Also er hat sehr trocken und sehr abgeklärt gesagt, dass er Benoit für den besten aller Zeiten hält. Also im Ring für den härtesten Worker. Und das war's. Knapp 2 Minuten. Tja. Das war dann sein Statement. Tja, um ursprünglich nochmal das ganze Fight Revue passieren zu lassen, es fing ja alles damit an, dass Benoit bereits am Samstag eine SmackDown ECW House Show verpasst hat und dann auch den Pay-Per-View Vengeance am Sonntag abgesagt hat, was ja auf großen Unmut der Fans auch gestoßen ist, was man deutlich in der Halle gehört haben. Die wurden ja vorher nicht über die Abwesenheit von Chris Benoit informiert.
Damals ahnte man natürlich noch gar nicht, was da jetzt wirklich vorgefallen ist. Aber das wäre natürlich schon mal das, ja, die erste seltsame Situation. Also Benoit sagte, dass es einen Notfall zu Hause geben würde und die WWE hat dann daraufhin entschieden, ihn nach Hause zu schicken oder nach Hause zu lassen. Ja, wie war das jetzt eigentlich genau? War er auf dem Weg zu Vengeance dann am Sonntag noch oder ist er gleich zu Hause geblieben am Samstag? Das geht da jetzt irgendwie nicht so. Das geht derzeit nicht so hervor, ja. Das stimmt natürlich. Die Frage ist natürlich, warum hat er dann, also wenn er auf dem Weg zu Vengeance war, warum hat er dann die Hausshow bereits am Samstag verpasst? Das ist natürlich eine seltsame Situation jetzt. Es gibt natürlich einige Vermutungen, also dass er beide umgebracht hat, sowohl seine Frau, Julie, ich greife natürlich jetzt schon mal ein bisschen vor, und seinen Sohn, und dass er seine Frau am Samstag ermordet haben soll und seinen Sohn am Sonntag. Würde natürlich jetzt, wäre irgendwie schon seltsam, wenn er am Samstag irgendwie seine Frau umbringt und dann am Sonntag irgendwie zum Pay-Per-View geht und auch wieder zurückkehrt, um seinen Sohn umzubringen, sage ich jetzt mal. Oder er hatte den Sohn bereits umgebracht und man weiß es ja nicht. Ja, also meine erste Vermutung war irgendwie natürlich, ist ja völlig klar, dass es, wenn dann ein Außenstehender war, dass der möglicherweise seine Frau und seinen Sohn festhielt zu Hause, dass da irgendwie normales, in Anführungsstrichen, Gewaltverbrechen vorlag, irgendwie ein Einbrecher oder so, den die beiden überrascht haben oder sowas in der Richtung. Und dass der eben damit drohte, sie umzubringen und dass das dann irgendwie nach draußen gesickert ist und das hätte ich mir jetzt am ehesten denken können. Also, dass dann Benoit eben auch irgendwie in einen Hinterhalt gelockt wurde und dass dann irgendwie letztendlich alle drei gestorben sind, weil sie die Nerven nicht behalten haben oder so. Letztendlich gab es dann nur noch die Vermutung, dass die Frau Nancy, die auch als Woman bekannt war in der WCW, noch an der Seite von Chris Benoit zu sehen war, dass sie den Sohn ermordet haben sollte. Am Samstag bereits, angeblich mit der Tüte erstickt oder ähnliches. Chris Benoit dann darauf nach Hause kam. Man kann sich vielleicht vorstellen, vielleicht die Situation in dem Moment nicht verkraftet hat. Ja. Seine Frau daraufhin natürlich vielleicht aus der Enttäuschung oder aus der Verzweiflung umgebracht hat und sich dann letztendlich selber auch, weil er keinen Sinn mehr in seinem Leben sah oder ähnliches. Ja. Diese Variante scheint aber nun widerlegt zu sein. Es wurden wohl angeblich schon die Leichen, sag ich mal, untersucht und es wurde auf jeden Fall festgestellt, dass Nancy vor dem Sohn der beiden, Danny, gestorben ist. Was ja schon mal darauf schließen lässt, dass Nancy auf gar keinen Fall irgendwas mit einem Mord zu tun haben kann, wenn sie als Erste letztendlich gestorben ist. Es sei denn, sie hat sich selbst getötet, dann wäre Daniel eine Zeit lang allein mit seiner toten Mutter da gewesen. Das wäre natürlich auch schon sehr, sehr übel, aber das macht dann ja auch keinen Sinn, denn wenn Chris nach Hause kommt und da seine tote Frau findet und seinen Sohn, der völlig verstört ist, warum sollte er dann die beiden, also seinen Sohn und sich selbst umbringen? Richtig, würde letztendlich... Macht also auch keinen Sinn. Keinen Sinn machen, richtig. Also die letztendliche Variante sieht jetzt halt so aus, dass Chris Benoit auf jeden Fall beide auf dem Gewissen haben soll. Wie heißt es genau im Wortlaut? Also... Seine Frau Nancy hat er stranguliert und sein Sohn Daniel ebenfalls. Hat er ebenfalls erschlägt und hat sich dann später selber hängt. Also Benoit wird hauptverantwortlich für beide Mord- oder Todesfälle, sage ich jetzt mal. Ja. Also ich hoffe mittlerweile schon, dass sich das als Irrtum rausstellt mit der Reihenfolge der Todesfälle. Aber es würde letztendlich ja nichts bringen, sage ich jetzt mal. Also ich weiß, es würde dem Ganzen ein wenig die Kaltblütigkeit nehmen, wenn jetzt zum Beispiel Nancy aus irgendwelchen Gründen ihren Sohn getötet hätte, dann Chris angerufen hätte, möglicherweise Reue gezeigt hätte, dass dann Chris sie hätte zur Rede stellen wollen, sie aus Angst irgendwie zu einer Waffe, also Waffen wurden ja im Haus nicht gefunden, zu irgendeiner Haushaltswaffe, sage ich jetzt mal. Würde sicherlich aber auch sichergestellt worden, also die Leichen sind ja nicht irgendwie verletzt, Stichwunden oder ähnliches gab es ja nicht. Nein, natürlich nicht. Dass sie ihn dann irgendwie bedroht hätte und er sie dann
mehr oder weniger im Affekt aus Notwehr hätte töten müssen. Gut, das ist natürlich alles nur Vermutung, muss man letztendlich sagen, ne? Also, wie gesagt, derzeit muss man einfach so ganz klar sagen, es sieht derzeit so aus, als wenn Chris Benoit wirklich derjenige gewesen ist, der beide umgebracht hat. Das sind derzeit die aktuellen Erkenntnisse. Natürlich schmeckt mir das persönlich auch nicht, weil ich bin wirklich einer, der es Benoit nie zugetraut hätte, dass er so eine Tat begehen könnte. Und ich will es eigentlich immer noch nicht wirklich glauben. Weil. Ja, aber man kennt das ja aus diesen ganzen merkwürdigen Boulevardberichten, wenn jetzt irgendwie in irgendeinem Kaff, meistens ist es ja in Deutschland zumindest der Fall, dass da ständig sowas passiert, dass irgendein Familienvater durchdreht, der dann seine ganze Familie regelrecht hinrichtet, niedermetzelt, erschlägt, was weiß ich, erdrosselt, zerhackt. Passiert ja leider sehr häufig. Ja, das ist richtig. Das so. Von daher muss man sich schon leider damit abfinden, dass es generell sowas natürlich gibt. Überall auf der Welt. Und muss aber feststellen, dass es auch meistens in solchen Fällen so ist, dass die Familienväter ebenfalls, zumindest von Außenstehenden, nie in Tatverdacht geraten. Dass man nicht vorhersehen kann. Dass man immer sagt, mein Gott, das war ein guter Vater, die Familie hat funktioniert, alles war wunderbar und auf einmal passiert sowas. Viele Leute können sich das nicht erklären. Auch die engsten Verwandte sind meistens sprachlos in solchen Fällen. Ich denke mal, das geht den Verwandten von Chris Benoit selber auch so. Ich glaube, Bret Hart oder die Hart-Familie allgemein hat sich zu dem Fall auch geäußert und die ist ebenfalls schockiert. Und deshalb, also wie gesagt, Chris Benoit mag vielleicht auf viele Leute einen guten Eindruck machen, aber vielleicht ist das wirklich gewesen und klar, gutheißen kann man das in dem Fall natürlich nicht. Ja. Muss man sagen, das ist... Ja. Aber also, man muss natürlich sagen, Entschuldigung, dass ich noch einmal unterbreche, bis das letzte endgültige Urteil gefällt ist und wirklich bewiesen ist, was genau passiert ist, darf man natürlich noch niemanden verurteilen, obwohl natürlich sehr vieles dafür spricht, dass Chris Benoit der Hauptverdächtige in diesem Fall ist. Ja, der Fall ist abgeschlossen. Es gibt ja keine juristische Verfolgung in dem Sinne, da alle möglichen Beteiligten tot sind. Also Zeugen wird es wohl auch nicht geben, denke ich mir. Richtig. Solange keine weitere Person in dem Mordfall verwickelt ist. Ist kann man da nicht weiter... Es wurden ja auch keine anderen Spuren von anderen Leuten oder Ähnliches gefunden. Nee, eben. Bis auf noch zwei Hunde, die, glaube ich, im Garten herumstolzierten. Richtig, aber die werden zwei Schäferhunde, die auch irgendwie aus dem Weg geräumt werden mussten. Erstmal. Das Einzige, was mich stutzig macht, ich weiß, wie gesagt, nicht ganz genau, wie es derzeit gesagt wird. Also, mich interessiert nur, sind die Morde direkt hintereinander passiert? Oder sind die Morde wirklich so passiert, wie erstmals angenommen, dass erst Nancy am Samstag gestorben ist, der Sohn am Sonntag und Benoit selber hat sich am Montag erhängt? Weil das würde letztendlich ja gar keinen Sinn machen, denn welcher Mörder würde sowas drei Tage hintereinander machen, sage ich jetzt mal. Also ich meine, klar, wenn du vielleicht in so einer Ausnahmesituation bist und du tickst aus, dann kann natürlich sowas mal passieren. Darf natürlich nicht passieren, nicht, dass man mich jetzt hier falsch versteht. Aber dann hört man sie immer wieder. Der Typ war irgendwie krank im Kopf und hat nicht mehr richtig nachdenken können und hat beide umgebracht. Aber das kann auch nicht über so einen großen Zeitraum passieren, dass er binnen zwei Tagen also zwei Leute umbringt. Ich meine, wenn das gleichzeitig oder nacheinander passiert ist, dann wäre das nicht falsch verstehen nachvollziehbar, sage ich mal. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jemand, wie gesagt, an zwei Tagen jeweils eine Person ermordet. Ja gut, aber heutzutage kann man das relativ genau feststellen, wann jemand gestorben ist. Richtig. Egal, ob nun von alleine in Anführungsstrichen oder durch äußere Einflüsse. Deswegen kann man dem ruhig erstmal Glauben schenken, würde ich sagen. Obwohl es natürlich absolut keinen Sinn macht, das ist völlig richtig. Und er fehlte ja am Samstag und am Sonntag. Ob das jetzt, wie gesagt, zwei Schritte waren oder einer, das weiß man nicht. Ob er jetzt am Samstag eine Tat begeht und deshalb bei keiner Show anwesend ist, dann... Ja, wie soll man das formulieren, wie soll man das verstehen? Dann wieder versucht, auf die Beine zu kommen, in seinem Leben normal weiterzumachen. Die Frage ist natürlich auch, welche Beweggründe hatte Benoit letztendlich, wenn der Mord tatsächlich so in den verschiedenen Tagen passiert ist? Hat er vielleicht seine Frau umgebracht und war dann einfach verzweifelt und dachte, okay, ich muss meinem Leben jetzt ein Ende setzen und möchte meinen Sohn nicht so eine Welt oder so etwas antun oder so ähnlich, dass er gesagt hat, okay, das ist besser für ihn, dass er auch, sage ich mal, stirbt? Ja. Ich meine, das wäre vielleicht noch eine Begründung,
vielleicht, wo er sagt, okay, der hat das nicht verdient, dass sein Vater ein Mörder ist und seine Mutter tot ist. Aber ich verstehe den Tathergang, wie gesagt, das wird sich nie aufklären, weil niemand dabei war, der weiß, was zwischen beiden vorgefallen ist. Richtig, es sei denn, man findet irgendwie einen Brief oder es kommt auch noch irgendwie raus, dass er sich bei irgendjemandem gemeldet hat, sowas ähnliches hat Chavo ja angedeutet, dass er sich bei ihm verabschiedet hätte oder irgendwie sowas in der Art. Also so hat das ja später erst interpretiert. Entweder das passiert. Er soll ja, wie gesagt, auch eine SMS an mehrere Freunde gesendet haben. Also eine sehr verwirrende SMS. Wohl Ben war wohl vielleicht nicht mehr Kraft seiner Sinne war, sage ich mal. Daraufhin wurde ja auch die Polizei bzw. die WWE auch informiert, dass da mal was gemacht wird. Und das Haus wurde natürlich auch noch untersucht, muss man natürlich auch noch erwähnen, und es wurden Steroide gefunden. Da hätten wir mal wieder den Fall Steroide in der WWE und dass Steroide scheinbar jeden betreffen. Auch einem Chris Benoit, den man immer vorwirft, ein sauber Sportler zu sein. Gut, Vorwurf ist das falsche Wort, sag ich jetzt mal, aber scheinbar scheint er auch nicht so sauber zu sein und die Wellness-Policy von der WWE scheint auch nicht wirklich in Kraft getreten zu sein. Scheinbar scheint das alles etwas zu sein für die Öffentlichkeit, sag ich mal, die man in den Glauben versetzen will, dass alles sauber ist, aber ja. Man verliert wirklich den Glauben. Ich meine, wenn jemand wie Chris Benoit, der für mich wirklich ein Sportler durch und durch war und jemand, der sich auch Zeit gelassen hat, wenn er eine Verletzung hatte und nicht wo ich wirklich dachte, der Typ ist sauber, das ist einer der wenigen, wo ich sagen würde, okay, alles klar, der nimmt nichts, nimmt auch was. Ich meine, was soll man heutzutage noch glauben? Das ist natürlich die Frage. CM Punk kannst du glauben. Das kann natürlich, ich glaube, wie gesagt, heutzutage gar keiner. Nein, das kann natürlich, ich meine, wie gesagt, klar, man weiß es nie 100%. Bei einem Chris Masters. Da ist es offensichtlich. Da war es, aber da konnte man sich das vielleicht vorstellen, denken, okay, der Typ hat Muskeln, das ist schon nicht natürlich. Oder bei einem Brock Lesnar, der könnte ich auch sagen, der hat bestimmt auch in seinen Höchstzeiten bestimmt auch irgendwas genommen. Ich glaube, auch bei Scott Steiner kannst du davon ausgehen. Nein, bei Scott Steiner ist natürlich alles echt. Nein, aber da ist natürlich die Frage, welche Rolle spielen Steroide in diesem Fall? Ja, dass er irgendwie... dass das irgendwelche Nebenwirkungen hat, dass er irgendwie benebelt ist oder... Aber das Problem ist, er nimmt das ja nicht zum ersten Mal. Ich meine, kann nicht einfach eine Nebenwirkung aufkommen nach dem Motto, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Steroide so einen Effekt haben, dass man sagt, oh, alles klar, jetzt kann ich nicht mehr klar denken, jetzt bringe ich meine Frau um, sage ich jetzt mal. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass Steroide so einen Effekt haben. Ich meine, dann wäre das ja auch gemeingefährlich, sowas zu nehmen, letztendlich. Also gut, ist es auch nicht erlaubt. Jetzt habe ich gerade wieder eine ganz andere Idee. Möglicherweise hätte er durch den ECW World Title, den er ja hätte gewinnen sollen, wäre er größerem Druck ausgesetzt gewesen und hätte dementsprechend wieder mit Steroiden hantieren müssen, was seiner Familie natürlich nicht gepasst hätte. Und irgendwie, dass sie das dann rausgefunden haben oder... Ach, keine Ahnung. Die Woche zuvor... Vor diesem Wochenende war ja übrigens auch Vatertag in den USA, was ja irgendwie auch schon etwas merkwürdig ist. Ob das damit vielleicht zusammenhing, dass er seine anderen beiden Kinder sehen wollte, dass das irgendwie nicht möglich war oder dass er sich irgendwie geärgert hat über irgendwas, was in der Vergangenheit passiert ist oder man weiß es nicht. Man kann die wildesten Spekulationen anfangen. Also ich glaube, dass unter den höheren Druck kann ich vielleicht nicht vorstellen, also dass deshalb wieder angefangen mit Steroide. Vielleicht wusste ja seine Frau davon nichts und hat die Steroide gefunden, daher kam es zum Streit oder ähnliches, aber man kann spekulieren, wie man will, sag ich mal. Man wird letztendlich nicht zur Lösung kommen. Bin gespannt, wie das hier ausgeht. Auf jeden Fall scheint Benoit auch was mit Steroiden zu tun zu haben. Und das wirft natürlich alles ein sehr, sehr schlechtes Licht auf einen Wrestler, wo man gedacht hat, der Typ ist menschlich in Ordnung, er ist ehrlich. Und er betrügt nicht in solche Sachen und man hätte ihm sowas nie zugetraut. Aber letztendlich muss man sagen, man kann sich in jedem Menschen täuschen. Ich denke mal, ich bin nicht der Einzige, der, als er diese Geschichte genauer gelesen hat und sich genauer informiert hat, man denkt schon ab und zu mal ein bisschen an Shining.
Das ist ja im Prinzip, da gab es ja auch kein Motiv. Gut, das war jetzt ein Film, da musste einfach irgendwie eine Horror-Story herhalten. Aber dieses Cabin Fever, also diesen sogenannten Hüttenkoller, den gibt es ja tatsächlich, dass irgendwie Leute durchdrehen und sich unter irgendwelchen ungewohnten Umgebungen oder so stark psychisch verändern können, dass sie nicht mehr zurechnungsfähig sind. Aber das kann ja auch nicht passiert sein, weil es ja, wie gesagt, zu Hause war. Deswegen kann man das auch schon mal abhaken. Du siehst, ich habe schon alle Möglichkeiten irgendwie im Kopf durchgespielt. Also... Ja, ich glaube, wir werden vielleicht erfahren, wer letztendlich Nancy und Daniel umgebracht hat und wie das vielleicht passiert ist, zu welcher Zeit das passiert ist. Aber den Grund werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Nein. Ich denke mal, da wird man ewig im Dunkeln tappen, dass man das nie in irgendeiner Art und Weise beweisen kann, oder? Es kann natürlich, das spricht jetzt wieder gegen die neuesten Erkenntnisse, so gewesen sein, dass sich Nancy von Chris trennen wollte, dass sie sich um den Jungen gestritten haben in irgendeiner Art und Weise. Wer den im Falle eines Falles bekommen soll, dass Nancy irgendwie so drauf wäre, dass sie sagt, so, jetzt ist er das Wochenende über nicht da. Ja, und wenn ich Daniel nicht behalten kann, dann soll Chris das auch nicht. Also, man weiß nicht, wozu Leute fähig sind unter gewissen Umständen und... Es gab ja angeblich noch das Gerücht, also Benoit hat sich ja bei der WWE für den Pay-Per-View abgemeldet. Ja. Angeblich, dass Nancy der Sohn Daniel angeblich Blut spucken würden oder ähnliches. Es gibt vielleicht ja noch die Theorie, die ebenfalls von jemandem gemacht wurde, die auch von uns kommen könnte, sage ich jetzt mal, weil wir haben ja auch keine Beweise oder ähnliches für das, was wir teilweise hier in der Sendung erzählen, sage ich mal. Das sind auch alles Vermutungen von uns. Es gibt ja die Theorie, dass beide vielleicht schwer krank waren und Benoit sie auf diesen Weg erlösen wollte oder ähnliches. Aber ich meine, das würde man ja, denke ich mal, im Nachhinein jetzt schon festgestellt haben. Von daher kann man die Theorie ja eigentlich auch schon vergessen. Ich meine, letztendlich gut. Ja, sowas kommt ja auch vor. Dann wartet er einen Tag, weil er seinen Sohn eigentlich noch verschonen will. Wartet meinetwegen, ob irgendein Medikament noch anschlägt oder ob er irgendwelche neuen Erkenntnisse hat oder so. Ich meine, ob ein Medikament Anschläge oder Erkenntnisse hat, dann hätte er seine Frau und davor ja nicht umbringen müssen, sage ich mal, wenn es da noch Hoffnung gäbe, rein theoretisch. Ja, vielleicht hat er jetzt nur bei seinem Sohn, hat er vielleicht nur einen Tag länger warten können, hat es dann aber nicht ausgehalten oder so. Es macht alles keinen Sinn, letztendlich müssen wir uns irgendwie für CSI oder ähnliches bewerben. Wir haben vielleicht ganz gute Ideen, aber ich denke, den richtigen Grund werden wir nicht finden. Wir können nur... Nee. Vermutung anstellen und ja, natürlich schlägt diese Tat auch eine Riesenwelle in der Presse, ja. Natürlich hauptsächlich in den USA, aber auch in der Schweiz, die waren das erste deutschsprachige Land, die ja heute Morgen einen Artikel dazu veröffentlicht haben. Ja, Blick.ch, also so einen Dreck habe ich noch nie gelesen, glaube ich. Ja, ein sehr, ja, wie soll ich das sagen? Ja, die Schreibweise, wie es geschrieben war und so, also war auch sehr negativ dem Wrestling gegenüber, sage ich mal. Und reißerisch reicht nicht mehr aus, makaber reicht nicht aus, ich finde es einfach unter aller Sau. Die Bild-Zeitung hat sich ebenfalls zu Wort gemeldet, da bin ich persönlich überrascht. Die haben zumindest soweit einen relativ sachlichen Artikel geschrieben, natürlich kamen auch wieder schöne Geschichten, wie war das, fleischfressender irgendwas oder was war das? Tollwütiger Vielfraß oder so. Ja, gut, das ist Rabbit ja, Wolverine oder was übersetzt, sage ich jetzt mal. So heißt so ja nun in Deutschland offiziell, also leider. Von daher ist es schon in Ordnung, aber die haben den Tathergang so geschildert, wie er derzeit bekannt ist und haben noch ein bisschen auf die Karrieren von, wie heißt sie nochmal, Nancy und Chris sind sie nochmal eingegangen. Also das ist in Ordnung, der Artikel. Ich denke mal, das ist auch weitere deutsche Fernsehsender oder ähnliches, sich da noch vielleicht anschließen werden in den nächsten Tagen. Vielleicht war das heute zu kurz. Die werden natürlich auch das ganze Material der ganzen amerikanischen Sender, denke ich mal, verwenden für irgendwelche Berichterstattung oder ähnliches. Also ich könnte wetten, wenn man mal am Mittwoch den Fernseher einschaltet oder am Donnerstag. Ja, es gibt ja generell Kooperationen. Es ist ja jetzt nicht so, dass sich die Nachrichtensender einzeln darum bewerben müssen. Es gibt ja durchaus große Netzwerke europäischer Sender, japanischer Sender, amerikanischer Sender und was weiß ich nicht noch alles. Also
Richtig. Und so ein Fall ist natürlich ein gefundenes Fressen für alle Medien. Ich meine, Chris Benoit ist letztendlich vielleicht in Deutschland nicht so ein Name, wie er in den USA ist, aber er ist trotzdem jemand, den man vielleicht kennt oder zuweisen kann oder zumindest die Position Wrestler geben kann. Das reicht meistens schon in der Gesellschaft. Und da, denke ich mal, werden einige aufspringen, weil der Fall, denke ich mal, interessiert schon die eine oder andere Person, so traurig wie es auch ist. Ja. Ihr habt es gehört, im Verlauf der Montagsausgabe haben wir bereits einen Bericht von einem amerikanischen Sender im Audioformat, sage ich mal, vorab spielen lassen. Dann könnt ihr euch circa mal ausrechnen, was so circa berichtet wird in den USA. Derzeit. Ja, ich glaube, das war ein Lokalsender aus Edmonton oder so, also so ein kanadischer Nachrichtensender möglicherweise. Ja, also solange objektiv und vernünftig damit umgegangen wird und darüber berichtet wird, ist es ja völlig in Ordnung. Nur wie gesagt, dieses Reißerische muss ja nun wirklich nicht sein. Also wir spekulieren hier jetzt natürlich auch, ganz einfach, weil wir uns unsere Gedanken machen. Richtig. Aber dass Zeitungen sich auf sowas stürzen wie die Aasgeier, das muss ich schon verurteilen, ganz ehrlich. Ja, dann ist was Weiteres ja passiert. Also nochmal kurz darauf einzugehen, auf wwe.com war bis zum heutigen Mittag deutscher Zeit, sage ich mal, natürlich die traurige Nachricht, dass Benoit gestorben ist und die auch seine Frau und sein Kind. Und es waren noch mehrere Hype-Clips von Benoit zu sehen, seiner Karriere, Interviews von der Raw-Sendung, ein Bericht zu der Raw-Sendung etc. Es war noch das Profil von Chris Benoit auf der ECW-Seite zu sehen und auch die Raw-Unterseite war gestaltet für Chris Benoit und das Ganze wurde jetzt zurückgerudert und bis auf die jeweilige Meldung von Chris Benoit ist nichts mehr von der Raw-Sendung vom Montag zu sehen. Es wird wieder über Vengeance berichtet und wenn man mal auf die Raw-Seite klickt oder erstmal auf die Pressemeldung, sag ich mal, des Todesfall, dann gibt's auch einen kleinen Link, der jetzt sogar auch noch entfernt wurde. Da war nämlich vorher noch das Profil. War der Bericht nicht vorher länger? Nee, warte mal, geh nochmal zurück. Ich glaube, da gibt's noch einmal Continue. Ich glaube, das war das, was ich bisher immer durchgelesen habe. Ob da irgendwas... Richtig, ja. Genau, hier war das, Chris Benoit Superstar Page. Und wenn man darauf klickt, kommt man nicht drauf. Wenn man den Link anguckt, das Profil ist nicht mehr vorhanden. Ja. Und wenn man jetzt, wie gesagt, auf die Raw-Seite geht, es ist nichts mehr von Chris Benoit zu sehen oder ähnliches. Die ganze Tributes-Sachen wurden einfach entfernt. Wie man jetzt hier gleich nochmal vielleicht sehen wird. Mal schauen hier. Da bin ich jetzt unter Superstars gelandet, das ist natürlich auch toll. Diese ganze WWE-Kacke hier, Entschuldigung. Aber WWE.com, finde ich, war auch mal besser gestaltet. Was ist mit dem Raw-Archiv? Mit dem Raw-Archiv würde mich auch mal interessieren. Also hier sehen wir, wie gesagt, John Cena survives Championship Match bei Vengeance und es ist nichts von der Raw-Seite zu sehen. Moment, die berichten auf der Raw-Seite ganz oben von Vengeance. Richtig, genau. An einem Dienstag. Ja. Und es ist, wie gesagt, nichts von Chris Benoit zu sehen. Wir könnten natürlich mal Results gucken oder das Archiv hier. Ob da vielleicht irgendwas ist, ob da vielleicht noch irgendwas geschrieben wird, kann natürlich sein, dass da ein Verweis ist. Aber die Seite habe ich, wie gesagt, heute Morgen gesehen und sie war komplett anders. Man konnte sich alle Interviews nochmal anschauen. Und es waren Hype-Clips, wie gesagt, da von Chris Benoit. Man konnte sich nochmal Highlights aus dem WrestleMania 20-Match anschauen. Alles entfernt worden. Ich habe eigentlich nur erfahren, dass, das stand so, glaube ich, auf dem Cyborg, dass zwischendurch einige Statements verschwunden sind und später wieder auftauchten. Das ist auch ganz merkwürdig irgendwie. Wie gesagt, da ist, wie gesagt, nichts mehr davon zu sehen. Oh, Tribute, also es gibt noch das Video von Raw. Tribute-Video von Chris Benoit. Entweder haben sie es vergessen oder sie haben es noch draufgelassen. Das ist natürlich eine Frage. Zumindest wurden auch auf der WWE-Shop-Seite alle Artikel von Chris Benoit gelöscht. So zumindest wird es im Internet geschrieben. Das ist ja nur ein völlig anderes Bild als jetzt zum Beispiel noch bei Eddie. Der ja unterm Strich, so wird es die Company sehen, ähm,
aufgrund seiner Leidenschaft für das Business gestorben ist. Ne? Richtig, ja. Also, Painkiller, das ist ja immer so eine Sache, also sicher wird das auch intern stark verurteilt, allerdings kann man es wahrscheinlich eher nachvollziehen, als ein Selbstmord oder ähnliches. Tja, das stimmt sicherlich. Vielleicht will man jetzt natürlich von jemandem, einem vermutlichen Mörder, jetzt kein Merchandise oder ähnliches mehr verkaufen. Heftiges Beispiel ist, ja, wie gesagt, die WrestleMania 20 DVD. Da hat ja bekanntlich Chris Benoit seinen großen Traum erfüllt und ist World Heavyweight Champion geworden. Dort steht nicht mehr drauf Chris Benoit versus Triple H versus Shawn Michaels, sondern steht nur noch Triple H defends his WWE Championship against Shawn Michaels. Mehr steht in der DVD-Beschreibung nicht mehr drin, das kann man ja rein theoretisch auch mal nachgucken, ob das wirklich so ist. Das ist wirklich schon ein Hammer. Aber die WWE-Seite scheint jetzt sowieso alles überlastet zu sein, klar. Man hat es auch im Internet auf allen möglichen Seiten gesehen, ist das Top-Thema Nummer 1. Cybot hat zum Beispiel heute einen neuen User-Rekord aufgestellt. Gut, vielleicht haben sie es auch runtergenommen, um so ein bisschen den Traffic zu entlasten. Dass man vielleicht über Google Chris Benoit nicht mehr findet, das ist natürlich jetzt vielleicht ein blöder Grund. Aber so blöd ist das nämlich gar nicht, denn in der TNFans.de Community hat nämlich heute mal... Hast du auch Traffic-Probleme, ne? Habe ich auch Traffic-Probleme? Ja. Nein, nicht ganz so schlimm. Aber da hat jemand auch die Top 100 der Google-Suchen des heutigen Tages mal veröffentlicht und Chris Benoit ist so einige Male dabei. Ja. Nummer 1 ist Nancy Benoit, auf 2 Chris Benoit Woman. Auf 3, Entschuldigung, genau. Aber man sieht zumindest, man kann sich die Liste gerne mal anschauen, da ist wirklich so einiges ins Rollen gekommen heute. Also ziemlich großes Interesse von allen Seiten scheinbar ist vorhanden. Und WWE, der WWE-Shop funktioniert derzeit auch nicht. DVD, da können wir nochmal gucken. Würde mich natürlich auch mal interessieren, ich habe es bisher nur gelesen. Würde ich schon heftig finden, weil ich meine... Da ist aber immer noch Whodunit drauf. Wäre natürlich eine sehr, sehr krasse Möglichkeit, den Tod totzuschweigen, indem man jetzt die ursprüngliche Storyline wieder aufgreift. Richtig, klar, also wie gesagt... Das wäre das Effektivste, was die WWE machen kann, wenn sie es denn so haben wollen. Was ich aber irgendwie nicht glauben kann. Also wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, dass ein Fan zwischen dem Vince McMahon aus der Show und außerhalb der Show differenzieren kann. Benoit war auch für das Business viel zu wichtig. Viel zu wichtig, als dass man das jetzt aufgrund solcher Umstände wieder ausradieren kann. Das ist eigentlich wahrscheinlich nicht möglich. Aber ich... werde das verfolgen. Ich gucke mir das an, was die WWE da macht. Ich bin auch gespannt, wie gesagt. Also ich gebe mir einfach mal WrestleMania 20 ein, weil es mich jetzt wirklich mal interessiert, ob die WWE das wirklich machen würde, weil das wäre schon... ECW und SmackDown-Tapings, mal gucken, was man da sich ausgedacht hat. Ja. Ich meine, auch TNA hat dazu Stellung genommen, hat natürlich eine allgemeine Pressemitteilung natürlich rausgegeben, haben gesagt, dass sie bedauern den ganzen Fall. Ich glaube, jetzt neu haben sie sich dazu nicht geäußert. Sie haben relativ früh eine Nachricht dazu veröffentlicht. Ja, ist alles natürlich sehr, sehr tragisch gelaufen, muss man sagen. Vielleicht der schockierendste Moment in meiner Wrestling-Fanlaufbahn, zumindest von den Abläufen her, wir haben ja bereits vorher darüber diskutiert. Ja. Also ich meine, klar, also der Tod von Owen Hart war für mich natürlich, ich denke mal für dich auch, persönlich schlimmer. Aber die Art und Weise, wie diese Todesfälle hier entstanden sind, ist wirklich schon sehr einmalig und völlig unvergesslich. Ich glaube, das wird uns selbst doch in Jahren in Erinnerung bleiben. Ja, also die Todesfälle, die mir jetzt so in den Sinn kommen, da habe ich jetzt Eddie nicht unbedingt mit drin, sondern schon eher... Also jetzt wirklich nur von den Abläufen her muss ich natürlich Owen erwähnen, dann Benoit und allerdings auch Crash Holly. Von deinen persönlichen drei, die dir am meisten wehgetan haben? Oder ja, auch von den Abläufen her. Und da habe ich Eddie irgendwie nicht mit drin. Ja, das stimmt schon. Mit Crash Holly war das ja auch was Ähnliches. Ne? Da war ich irgendwie auch Steven Richards mal irgendwie... Richtig. Da ja. Mal irgendwie im Verdacht oder Ähnliches. Naja, im Verdacht nicht, aber irgendwie...
Hatte der ja was, ja. Gut. Soweit ich weiß, waren die gut befreundet. Richtig, und Stevie Richards hat ihn in seiner Wohnung gefunden, also in Stevie Richards Wohnung. Ja. Das ist jetzt aber auch ein völlig anderes Thema, das müssen wir jetzt nicht thematisieren. Wir müssen nicht Leute vergleichen, die tot sind. Und das ist alles. Ja. Da würde ich sagen, dann nehmen wir uns mal kurz Zeit, machen uns nochmal Gedanken über Chris Benoit, überlegen vielleicht nochmal, was für eine große Laufbahn der Mann eigentlich wirklich hatte, machen eine kleine Pause und sehen uns danach wieder und besprechen nochmal die Karriere von Chris Benoit, die Highlights, unsere persönlichen Highlights von Chris Benoit. Das werden wir gleich mal machen, ja, genau. Da sind wir zurück bei Moontalk 120, der Chris Benoit-Ausgabe, und ich würde sagen, wir haben uns jetzt genug mit den Spekulationen und unterschiedlichen Theorien befasst. Jetzt können wir mal auf die Karriere von Chris Benoit eingehen, die sicherlich glanzvoller war als seine letzten Taten und sein Ableben. Ja, das hast du sicherlich recht. Was ist so deine erste Erinnerung, die du an Chris Benoit hast? Meine erste Erinnerung an Chris Benoit, eindeutig WCW. Davor fällt mir jetzt nichts Großes ein. Was hat er da in der WCW gemacht? Kannst du dich an einen Kampf erinnern? Kannst du dich an irgendeine Storyline erinnern oder ähnliches? Also ich persönlich kann mich an Chris Benoit noch erinnern. Da war er noch, glaube ich, relativ frisch in der WCW. Ganz frisch muss er von der ECW gewechselt sein. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt natürlich nicht. Und ich kann mich erinnern, nach wenigen Kämpfen, so habe ich es zumindest in Erinnerung, ich habe jetzt keine genauen Daten vor Augen, wann, in welchem Jahr das war, weiß ich noch, dass Ric Flair ihn dann eingeladen hat, in den Four Horsemen zu kommen. Genauso wie er das mit Dean Malenko dann, glaube ich, auch gemacht hat. Ja, das gut, sind das so meine sind die, ersten die Storys, Erinnerungen. Die ich nicht verfolgt habe. Das war noch vor der NWO-Zeit, da... Das müsste, ich weiß gar nicht, war das 95? Ich will mich da nicht festlegen, aber das sind meine ersten Erinnerungen. Dann natürlich so einige Kämpfe von Chris Benoit,
die mir dann noch persönlich einfallen. Obwohl ich da jetzt persönlich auch mal überlegen müsste, große Kämpfe aus der WCW von Chris Benoit, da gab es natürlich einige. Ich kann mich an die, glaube ich, eine Best-of-Seven-Serie gegen Booker T erinnern? Wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, ja, die war sehr gut. Also ich habe ja WCW, wenn verfolgt, dann auch ja erst ab Mitte der 90er durch DSF natürlich. Und deswegen, er war ja auch immer in der Midcard beziehungsweise Undercard durch die sehr gute WCW Cruiserweight Division, in der er auch wirklich aufgeblüht ist. Also man hat ja gestern bei Raw, ich hoffe, die WWE schlägt mich jetzt nicht dafür, dass ich die Sendung nochmal erwähne, ein Match von Hogwild 96 gezeigt. Zum Beispiel ein Cruiserweight-Titelmatch gegen Malenko und ja, das war so sein großes Steckenpferd damals. Natürlich eines der großen Fehden muss man natürlich erwähnen, besonders weil man jetzt seine Frau noch in Erwägung zieht, war natürlich die Fehde gegen Kevin Sullivan, die ich auch verfolgt habe. Ja, das ist ja auch so ein Ding, ne? Die ich damals natürlich wirklich noch so als Story gesehen habe, aber wenn man wirklich die wahren Hintergründe sieht, das ja Woman, wie sie damals hieß, ja glaube ich auch wirklich mit Kevin Sullivan zusammen war oder ähnliches und wirklich ja. Benoit sich dann... Und Sullivan hat seine eigene Frau quasi in die Arme von Benoit gebuckt. Also... Ja, er hat aus einer wahren Geschichte scheinbar irgendwie... auch eine Storyline gemacht, beziehungsweise ist alles irgendwie so entstanden, ne? Das ist unglaublich, was da eigentlich passiert ist. Ja, also die haben sich dann ja, glaube ich, auch wirklich bis aufs Blut gehasst, ne? Dadurch. Die mochten sich, glaube ich, gar nicht, richtig, ja. Tja. Benoit natürlich, wenn ich das mit der WCW noch in Verbindung bringe, sind es natürlich erstmal die Four Horsemen, aber auch der, naja, seltsame Titelgewinn von Benoit, der ja später noch annulliert wurde. Richtig. Nachdem er zur WWE wechselte, wo ja Chris Benoit noch Champion wurde bei WCW Sin. War es Sin? War Sin im Januar? Ich glaube, ne? Super Brawl Revenge im Februar und Greed war der letzte Pay-Per-View oder war Greed der erste? Greed war der letzte. Da müsste es, glaube ich, Sin gewesen sein, wenn ich mich nicht, ja. Tja. Und dann ging Benoit in die WWE und da hat er sich letztendlich auch seinen Traum erfüllt. Natürlich die Radicals sind da zu nennen. Also an der Seite von Perry Saturn, Eddie Guerrero und die Malenko, in der WWE startete. Erste Matches gegen Chris Jericho zum Beispiel, das grandiose Ladder Match. Ich glaube, was es auch gestern nochmal zu sehen gab bei Raw. Ja, richtig. Also man musste natürlich die 3 Stunden füllen. Man hat ein sehr langes Finish vom Rumble 2004 gezeigt. Und als Main Event dann auch den Main Event von WrestleMania 20, bevor man dann beschlossen hat, den aus dem Gedächtnis zu streichen. Richtig, denn wir haben nochmal nachgeschaut und im WWE-Shop ist in der Tat von Chris Benoit keine Rede mehr, wenn es um WrestleMania 20 geht, obwohl es ja sein großer Moment war. Natürlich auch die Fehde gegen Kurt Angle. Denke ich mal, beide haben auch großartige Matches gegeneinander gehabt, muss man sagen. Ja, das definitiv. Ach, wir sind schon bei WWE, meinst du? Dann können wir da ja mal... Ja, wir können natürlich auch, wie gesagt, bei der WCW... Ach so. Mir fällt da zum Beispiel noch ein Leitermatch gegen Jeff Jarrett ein. Ja, bei der WCW war es allerdings noch, ne? Ja, meine ich. Und das war nicht schlecht auf jeden Fall, das stimmt, das war noch sehr nett. So, nun können wir zur WWE kommen. Es gibt einige, ich denke mal auch Chris Benoit, der hat doch auch den US-Teil gehalten. Nein, ein Match haben wir vergessen. Das ist eine Schande. Das war nämlich ein Match für Owen Hart. Nämlich richtig. Chris Benoit gegen Bret Hart, vielleicht eines der besten Matches in der WCW. Hatte ich jetzt eigentlich gedacht, dass sie das gestern bei Raw nochmal zeigen. Aber dazu kam es dann nicht. Ja, sehr verwunderlich. Ja, also das hätte ich eigentlich so vermutet. Also eher als jetzt Benoit gegen Too Cool Scorpio von ECW, ehrlich gesagt. Tja. Besonders, ich glaube auch, dass es von der Bedeutung her für Benoit auch viel, viel größer war. Das Match gegen Bret Hart bei der WCW. Richtig, ja. Gut, ja.
bei der WWE, wie gesagt, ich habe es angesprochen, mit den Radicals. Ladder Match gegen Chris Jericho. Gute Fehde gegen Chris Jericho. Kann man natürlich auch eine Fehde gegen Triple H noch nehmen in seiner Anfangszeit, die er auch bereits hatte. Das müsste, glaube ich, so Ende 2000 gewesen sein. Als Chris Benoit eine Fehde hatte gegen Triple H. Oder liege ich da falsch? Ich glaube sogar, Benoit hatte sein erstes Match gegen Triple H in der WWE. Kann das sein? Könnte Wobei man. Das mehr oder weniger Zufall war, glaube ich. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Dann hatten ja auch Benoit und Triple H noch ein Eddie Guerrero Tribute Match. Richtig, ja. Was Chris Benoit auch gewinnen konnte. Und beide hatten auch ein Iron Man Match gegeneinander bei Raw. Ja. Das größte Jahr vielleicht für Chris Benoit war, denke ich mal, das Jahr 2004. Wo er erst den Royal Rumble gewann. Ja. Sicherlich in einer in einem der besten Rumble Finishes überhaupt, weil, ja. Weil die Final Two, also die Phase der Final Two, wurde recht lange und spannend gehalten. Ähnlich wie dieses Jahr, muss man sagen. Und ich glaube, Big Show war doch der andere Part, der noch übrig blieb bis zum Schluss. Und war alles sehr, sehr glaubwürdig gemacht, wie Benoit versuchte halt, diesen Riesen aus dem Ring zu holen. Mit Einsatz von Hebelwirkung etc. Und stimmt, ein sehr, sehr gutes Finish. Sowieso ein sehr, sehr guter Rumble. Dann natürlich die zwei Monate später. Das große Match gegen Triple H und Shawn Michaels bei WrestleMania 20. Ja. Das, wovon die WWE heutzutage nichts mehr wissen will, vielleicht eines der besten oder vielleicht das beste Triple Threat Match in der WWE-Geschichte. Ja. Wobei vielleicht auch auf einer Stufe zu nennen, das Rematch bei Backlash. Was auch sehr stark war. Natürlich Story-Elemente mit reinkamen. Immerhin befand man sich in Kanada. Richtig. Ja, und was besonders war natürlich, Triple H tappte und ebnet natürlich so Chris Benoit wirklich den Weg als Champion, muss man sagen. Also, das finde ich, wie gesagt, immer noch sehr, eine sehr heftige Aktion von Triple H. Ich denke, ich hätte zu der Zeit nicht gedacht, dass Triple H für jemanden tappt. Und ich glaube, er hat doch das erstmals in der WWE-Show, glaube ich, für jemanden getappt. Zumindest als seitdem er einen Charakter hat, der von der Masse wahrgenommen wird, sag ich mal. Gut, als Hunter Hearst Helmsley kann das natürlich mal sein, aber gut, ich will jetzt nicht über Triple H reden. Gut, aber sein Title Run war auch nicht wirklich so wirklich von Erfolg gekrönt, oder? Ich meine, er spielte eigentlich nur die zweite Geige. Ich glaube, er hatte eine Fehde gegen Kane gehabt, die aber letztendlich nur im Co-Main-Event stand, weil natürlich sich alles auf die Fehde Shawn Michaels gegen Triple H konzentrierte, die letztendlich dann bei Bad Blood... Das war ja auch der Main-Event. Ja. Beim SummerSlam hat er dann den Titel gegen Randy Orton verloren. Der auch nur ein Übergangs-Champion war, man merkte, war doch keine gute Entscheidung, dann gab man den Titel einen Monat später an Triple H zurück, ja. Das war schon der Run von Chris Benoit und eigentlich seit seinem Titelverlust ist Chris Benoit eigentlich sehr weit abgesungen in der Hierarchie. Der WWE Superstar. Das ist richtig. Er hat dann ja später nochmal den US-Title gehalten und hatte ja dann diese lustige, nette, kleine Fehde gegen Orlando Jordan. Richtig, ja. Wo es um die Matchzeiten immer ging, wo er immer noch ein paar Sekunden schneller war und Orlando Jordan immer noch ein paar Sekunden schneller besiegen konnte. Kannst du dich noch an die Fehde von Chris Candido und Barry Horowitz erinnern? Da gab es auch mal was Ähnliches, glaube ich. Da hat nämlich, glaube ich, Chris Candido gewettet, dass er Barry Horowitz binnen 2 Minuten oder so besiegen kann. Und Barry Horowitz hat es dann geschafft, 2 Minuten durchzuhalten. Somit hatte Barry Horowitz damals gewonnen und hat ja auch das SummerSlam-Match gewonnen. Vom SummerSlam 95 war es, glaube ich. Ich glaube, es war ein 10-Minuten-Match. Und beim SummerSlam 95 gab es ja indirekt ein Eingreifen von Hakushi. Beziehungsweise, der hat ja nicht eingegriffen, aber... es gibt zumindest abgelenkt, aber das ist jetzt natürlich ein anderes Thema. Ja, ich komme, Entschuldigung für meine Geistesblitze, aber sowas erinnert mich dann immer an irgendwelche Parallelen. Genauso wie natürlich auch die Best-of-Serie. Gab es keine Best-of-Serie von Chris Benoit und Booker T nochmal? Die gab es bei nochmal, der WWE. Ja. Ich meine, die hat ja damals den TV-Teil wirklich geheadlined, muss man sagen. Und aus einem dieser Matches stammt ja auch eine Szene, die gerne noch in Clips verwendet wird, nämlich wie Chris Benoit ich nenne es jetzt einfach nur einen Dive aus Pietätsgründen gegen Booker T zeigen will und wirklich voll gegen das Kommentatorenpult fliegt und zwar gegen die Kante und das sieht sehr, sehr übel aus.
Richtig, ja. Das ist eine Szene, die ist vergleichbar mit dem Cagewalk von Elix Skipper. Ja, eine Szene, die immer... Also wenn es um Benoit geht, meine ich. Ja. Ja. Aber sonst in den letzten Jahren, wie gesagt, ist Benoit nicht wirklich wieder in den Main Event gekommen, sage ich mal. Also er hatte mal die eine oder andere Phase, wo er mal eine Smackdown-Show geheadlined hat, aber... Ja, zwischendurch hat er ja auch mal richtig Charisma gezeigt, also... War das so? Ja. In der Fehde gegen Orlando Jordan hat er doch immer mal gezeigt, was man alles innerhalb von, was weiß ich, 22 Sekunden schafft. Hat sich einen Kaffee gemacht, ist mal aufs Klo gegangen, fand das alles sehr, sehr lustig und hat sich über Orlando Jordan lustig gemacht. Ja, tja. Das waren nette Szenen auf jeden Fall. Tja. Tiefschlag kam dann für Chris Benoit, denke ich mal, im Jahr 2005. Einer seiner besten Freunde, Eddie Guerrero. Ja. Der ist verstorben in dem Jahr. Natürlich auch ein persönlicher Rückschlag von ihm, wenn man sich an die Bilder erinnert, der Tribute-Show von Eddie Guerrero, dass Chris Benoit wirklich, ja, doll angeschlagen war, sage ich mal. Ja. Ja, das hat ihn auf jeden Fall sehr, sehr mitgenommen. Da darf man natürlich auch seine Verletzung nicht vergessen, die er auch hatte. Ja. Ja, dazu hat sich ja auch Edge geäußert. Also Chris Benoit war ja der Ansprechpartner für Edge in Bezug auf seine Nackenverletzung. Und ja, Edge hatte einige recht intime Einzelheiten noch dazu erzählt bei Raw in seinem Statement und ja, das geht schon sehr nahe, finde ich. Insgesamt. Tja. Ja, so ist das halt. Die letzte große Fehde von Chris Benoit war, denke ich mal, die gegen MVP. Hat sich ja sehr dafür eingesetzt, dass der junge Mann eine Chance bekommt und immer besser wird im Ring. Ja, das war jetzt sowieso seine Mission, die er sich gesetzt hat. Durch den Draft zu ECW. Ich habe ja auch schon die Vermutung geäußert, dass möglicherweise aufgrund dieser Familienprobleme, die möglicherweise schon länger bestanden, dass er dadurch zu ECW gedraftet wurde, um entlastet zu werden, ähnlich wie damals Kurt Angle, um Kurt Angle für die WWE allgemein zu retten. Aber was macht das rein theoretisch für einen Sinn? Ich meine, ECW-Kader geht immer zusammen mit SmackDown auf Tour. Ja, natürlich, aber damals bei Angle war es ja auch ein ähnlicher Grund. Richtig, ja, das ist natürlich die Frage. Ja, ECW ist natürlich dadurch geschädigt, aber ich denke mal, das ist das kleinste Problem letztendlich. Ja, das auf jeden Fall. Tja. Harte Geschichte. Auf jeden Fall kann man sagen, dass Chris Benoit auf jeden Fall einer der besten Worker war, muss man sagen. Großartige Kämpfe gehabt hat. Und ja, Rumble 2003 gegen Angle, als er tappte und trotzdem Standing Ovations bekam. Benoit war für mich persönlich eigentlich immer jemanden, den ich als Paradebeispiel genommen hätte, wenn mich jemand fragt, warum gefällt mir Wrestling? Wenn ich den sportlichen Teil betonen möchte von Wrestling, dann wäre Benoit eigentlich mein Ansprechpartner Nummer 1 gewesen. Weil das ist ein Typ, der sah aus wie jemand aus der Nachbarschaft, der aber richtig hart gearbeitet hat für alles, was er gemacht hat und wirklich versucht hat, immer fair, sag ich mal, im Ring umzugehen und ja. Sehr glaubwürdig war in dem Ding. Richtig. Glaubwürdigkeit hat er immer gehabt, egal was er gezeigt hat, welche Art von Match und ja. Also mir persönlich ist es nicht unbedingt so wichtig, dass jemand immer unbedingt am Mikrofon die absolute Granate ist. Gut, da hat Benra vielleicht teilweise manchmal seine Glaubwürdigkeit vermissen lassen, wenn es um irgendeine Storyline ging oder ähnliches. Ja. Aber wenn jemand im Ring glaubwürdig ist und ich glaube, was ich sehe, und es ist selbst auf jemanden, auf einen Außenstehenden, der das vielleicht zum ersten Mal sieht oder sonst eher abgeneigt ist, wenn der selbst sagt, oh, das ist aber eine tolle Leistung oder das war eine gute sportliche Leistung oder das glaube ich, das hat bestimmt weh oder ähnliches, dann ist das, denke ich mal, sehr, sehr viel wert. Und das konnte Benoit eigentlich immer. Und das so viel haben das nicht immer. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Beispiel John Cena nehme, der hat für mich zumindest, das ist das Einzige, was ich
beim Anmark, also er wird, denke ich mal, oftmals schlechter gemacht, als er ist. So schlecht im Ring ist er auch nicht, aber meiner Meinung nach ist Cena nicht in allen Situationen glaubwürdig. Aber es hat noch andere Wrestler das Problem, wie zum Beispiel Hulk Hogan war für mich auch nicht glaubwürdig in manchen Situationen oder auch in The Rock, klar, weil halt irgendwelche Trademark-Moves oder ähnliches dazu gespielt haben. Aber was Chris Benoit gemacht hat, das hatte alles Hand und Fuß. Das hat halt nicht jeder. Also Cena ist für mich schon glaubwürdiger als Hogan. Ja, es war wie gesagt nur ein Beispiel. Weil man eben merkt, dass er sehr hart arbeitet. Das richtig, ja, klar. Was anderes kann man ihm eigentlich nicht vorwerfen. Ja. Ja, aber wie gesagt, diesen Five Knuckle Shuffle oder zum Beispiel. Das sind so Aktionen. Oder ja, People's natürlich. Elbow oder sowas. Natürlich. Ne? Und ich meine, solche Aktionen so hatte Benoit nicht, weil wirklich, man hatte wirklich das Gefühl, okay, wenn Benoit ein Match gewonnen hat, dann. Hier so. Ja. Ne? Ja, war eine schöne Pose. Ja, das haben die Hörer jetzt natürlich nicht gesehen. Ich meine natürlich die Geste mit dem Daumen durch die Kehle. Tja. Wo man natürlich sagen muss, Benoit hat natürlich am Ende schon ein bisschen abgebaut. Also er kam meiner Meinung nach nicht an die Leistung ran, die er in den letzten Jahren gezeigt hat. Vielleicht lag es auch daran, dass seine Gegner schwächer waren. Oder älter wurden oder ähnliches. Ja. Ja, also die großartigen Matches, die hatte er ja tatsächlich mit Regal, Finlay, JBL, solchen Leuten. Und natürlich, jetzt auch Triple H und muss man natürlich auch dazu zählen, muss man sagen. Ich finde, gegen Triple H hat er ja nicht einige gute Kämpfe gehabt. Auch im Nachhinein noch. Ja, ja. Aber natürlich, klar, Eddie Guerrero, die Kämpfe gegen Eddie waren natürlich auch noch sehr gut, muss man sagen. Tja. Gut, ja, viel mehr bleibt, glaube ich, heute nicht mehr zu sagen zu Chris Benoit. Man ist natürlich immer noch sprachlos, kann sich nicht so wirklich über die Karriere von Chris Benoit freuen, so grandios und schön sie auch war. Aber man ist immer noch schockiert über alle Vorfälle, die passiert sind. Und ja, als Wrestler werde ich Chris Benoit, sag ich mal, immer verehren. Wie das als Privatperson, sag ich mal, aussieht, weiß ich es nicht. Im Mord kann man nicht schön reden. Nee, deshalb hoffe ich auch nach wie vor, und dass da in den Ermittlungen was nicht stimmt und tja, hoffen wirklich, kann man. Er wirklich, so hässlich es klingt, seinen Sohn gerecht hat an seiner Frau. Im Affekt natürlich nur. Hoffen kann man, aber man muss. Ja, Entschuldigung. Nee, das ist so das, was ich mir wünschen würde, in Anführungsstrichen, mit sehr, sehr großen Anführungsstrichen, weil das meiner Meinung nach das kleinste Übel wäre. Hoffen kann man, wie gesagt, dass sich da noch was ändert in den Ermittlungen. Aber als Wrestler, wie gesagt, darf man ihn eigentlich nicht verstoßen, weil man sich viel zu viele Jahre lang an ihm erfreut hat, muss man wirklich so sagen. Und ihn auch immer respektiert hat. Und für den Sport hat er viel getan, muss man einfach so sagen. Er hat sich wirklich den Arsch aufgerissen dafür. Und das muss man weiter respektieren. Heute habe ich zum Beispiel im Cyborg die Frage gelesen, sollte man diesen Mann zum Beispiel in die Hall of Fame aufnehmen? Und für mich ist die Frage ganz klar mit Ja beantwortet, weil der Mann hat für den Sport was getan. Und gut, dass er letztendlich privat Scheiße gebaut hat vielleicht und wirklich etwas gemacht hat, was normalerweise nicht wirklich legitim ist, ist natürlich eine andere Geschichte, klar. Aber in die Hall of Fame vom Wrestling sollte er meiner Meinung würde nach schon ich, gehören. Jetzt erstmal sagen, nein. Na natürlich, man darf nicht den Fehler machen wie bei Eddie Guerrero, dass man ihn wenige Monate später dann in die Hall of Fame aufnimmt. Aber ich meine allgemein richtig. Jetzt gesehen. Der Name muss rein. Wie viel Chris Benoit, also der Mensch Chris Benoit, dann in die Hall of Fame kommt, gut, das kann man nicht selektieren. Da kann man ja schlecht sagen, wir nehmen nur den Namen auf und seine Wrestling-Karriere. Letztendlich werden ja auch in der Hall of Fame nicht die Leute berücksichtigt, die besonders nett und besonders sich gut verhalten haben, sondern die Leute, die was für den Sport getan haben und letztendlich irgendwie dann zu einer Legende oder ähnliches geworden sind. Und ja, ich meine, ein Hulk Hogan mag vielleicht auch nicht in allen Situationen der netteste Mensch gewesen sein. Gut, natürlich nicht vergleichbar mit Chris Benoit jetzt, aber ja. Ich meine, er wurde letztendlich für das ausgezeichnet, was er geleistet hat. Und ich meine, das hat Chris Benoit genauso verdient. Ich überlege jetzt nur gerade, wenn die WWE das tatsächlich macht, wenn sie Benoit tatsächlich vergibt und in die Hall of Fame aufnehmen sollte, mit sehr, sehr großem Ausrufezeichen,
wer dann die Induction machen soll. Jemand wie Dean Malenko zum Beispiel könnte es machen. Solange der ihm vergibt. Ja, die Frage ist natürlich, wie sie das alles jetzt... Am ehesten könnte ich mir Chavo vorstellen. Natürlich die Frage, wie sich das jetzt alles entwickelt. Man weiß es natürlich, wie gesagt, nicht. Und man sollte auf jeden Fall, bevor man über Hall of Fame oder ähnliches nachdenkt, ich habe das eigentlich nochmal so angesprochen, sollte man auf jeden Fall einige Jahre vergehen lassen. Am besten 10, 15 Jahre darüber Gras wachsen lassen. Und dann kann man auch über den Tod normal, sage ich mal, glaube ich, über die ganze Situation einfach sprechen. Wie es alles passiert ist. Über die Tragödie, die da am Wochenende passiert ist. Aber man sollte es auf gar keinen Fall den Fehler machen, dass man das jetzt dieses Jahr macht. Gut, mit Eddie Guerrero, klar, war es der Hype. Aber ich denke mal, die WWE verfährt das Unternehmen derzeit richtig, dass sie sich davon distanziert, klar. Sie kann letztendlich ja niemanden unterstützen, der so etwas getan hat. So traurig, wie das auch für die Wrestling-Welt sein mag, aber... Ja. Ich bin gespannt, wie Vince McMahon jetzt weiter reagieren wird. Eigentlich kann er die Storyline nicht fortsetzen. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie es versuchen werden. Tja. Gut, aber darüber mache ich mir keine Gedanken. Ja. Gut, also wenn sie es ganz eng gesehen hätten, dann hätte auch locker jetzt bei Raw die Begrüßung meinetwegen Linda übernehmen können. Das wäre auch mindestens genauso glaubwürdig gewesen. Sicher. Aber ich denke mal, wie Vince dann letztendlich drauf ist, klar, der will sich da vorstellen, klar, als der macht das einfach. Ich denke mal, dem war das in dem Moment auch scheißegal, sag ich mal. Ja. Zeugt auch von seiner Stärke von Vince McMahon, klar, dass er in dem Moment auf alle Storylines, sag ich mal, scheißt auf gut Deutsch, um so wird es nochmal auf die Beine zu stellen, jemand die letzte Ehre zu erweisen. Oder er hatte ohnehin schon ein schlechtes Gewissen, denn eine Storyline planen und sie tatsächlich durchziehen, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Es hätte vielleicht auch einen komischen Effekt gehabt, ich meine, die Presse, für die wäre das auch ein gefundenes Fressen gewesen, wenn es dann heißt, ja, in den WWE-Shows werden ja solche Todesfälle verherrlicht, in den Storylines wird derzeit Mörder gesucht, die Wrestler wenden sowas auch privat an oder ähnliches. Ich meine, man weiß ja, wie die Presse sowas aufbauschen kann, sag ich mal. Und das ist ja auch etwas, was einige schon erwähnt haben auf dem Cyborg, dass Benoit unter der Storyline gelitten haben könnte. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das sollte man ganz unten auf die Geschmacklos, Liste setzen. Geschmacklos finde ich nur einfach, wenn zum Beispiel eine Minute über den Todesfall von Sherry Martel gesprochen wird, wie zum Beispiel zuletzt bei einem Moments-Match der Fall war. Ich glaube, es war Candice Michelle gegen Melina oder ähnliches. Oder es war ein Tag Team Match, glaube ich, hier, wie heißt die geraftete Person, auch egal, die Sängerin da, ich kenne die alle nicht mehr, die ganzen Tuftoren. Jillian und ich glaube Melina gegen Candice und Maria oder ähnliches, ich weiß es nicht. Zumindest wurde in einer Sekunde über Sharon Mattel gesprochen, wie schlimm das doch ist, und ein paar Sekunden später auch, wie schlimm das ist, dass Vince McMahon auch gestorben ist oder ähnliches, und das finde ich einfach scheiße. Ich meine, ja, gehört sich einfach nicht. Egal, gut, ich bin gespannt, wie die WWE weitermacht, und ich bin auch gespannt, wie der Fall letztendlich ausgehen wird, was die offizielle Entscheidung beziehungsweise die offizielle, ja, Pressemitteilung sein wird für die Leute. Wir werden ja auch in der nächsten Ausgabe dann natürlich nochmal drauf eingehen, dann wohl mit abgewandelter Besetzung. Wir müssen uns ja dann auch um Vengeance kümmern. Und um Slammiversary. Und um Slammiversary. Den PPV werden wir noch auswerten und nochmal ausführlich besprechen. Ja gut, das machen wir beide dann wieder. Richtig. Ja, unter dem Motto, the show must go on, ne? Ja. Geht's natürlich auch beim Moon Talk weiter. Ja, dann würde ich sagen, brechen wir die Ausgabe für heute mal ab. Ja, ich bedanke mich bei den Hörern, dass sie uns Gesellschaft geleistet haben. In dieser etwas ungewöhnlichen Ausgabe. Und sage bis zum nächsten Mal. Ja, dann verabschiede ich mich jetzt auch mal. Ich hoffe, es war relativ interessant, vielleicht mal zu erfahren, was wir so denken, und recht informativ und vielleicht nochmal ganz schön zu hören, was alles genau passiert ist. Und ja, schlimme Sache passiert. Wir hören uns das nächste Mal wieder in einer mehr frohen Stimmung, denke ich mal, auch wenn uns dieser Fall weiter beschäftigen wird. Bis zur nächsten Ausgabe. Ciao, ciao. How about that? What? Oh, no. Kayfabe.
Kayfabe. What's that? I don't know. I just want to met her. What's that? You ever met her? I hear she's nice, super nice hot. Absolutely. Yeah. You playing with me here? Just me swimming in you.